In diesem Video möchte ich euch erklären, wie und warum Triggerpunkte im Coraco brachialis entstehen können und was ihr dagegen tun könnt. Der Coraco brachialis ist ein nicht ganz so bekannter Muskel im Bereich eurer Schulter und des Oberarms und er kann, wenn er Triggerpunkte in sich trägt, Schmerzen im Bereich der Schulter auslösen, aber auch Übertragungsschmerzen in der gesamten Rückseite des Arms. Ich möchte euch jetzt gleich zuerst ganz kurz und knapp durch die Anatomie des Muskels führen, damit ihr euch besser vorstellen könnt, wo dieser Muskel liegt. Dann möchte ich euch die Funktion des Muskels oder die Funktionen des Muskels näher bringen, weil ihr das verstehen müsst, um nachher zu verstehen, warum bestimmte Bewegungen zur Aktivierung von Triggerpunkten führen können, indem sie den Muskel überlasten. Und bevor wir mit der Anatomie jetzt gleich starten, möchte ich noch ganz kurz ein bisschen Werbung für meinen Newsletter machen. Wenn du gerade erst begonnen hast, dich mit dem Thema Triggerpunkte auseinanderzusetzen, dann kann es sehr gut sein, dass viele, viele Fragezeichen in deinem Kopf umherschwirren. Jedenfalls ist es so, dass mich sehr viele Fragen zu diesem Thema erreichen. Dinge wie, häufig soll ich mich massieren? Wie intensiv soll ich mich massieren? Wie lange soll ich mich massieren? Mit welchen Massagetechniken soll ich mich massieren? Und was soll ich tun, wenn es nach der Massage mal mehr wehtut? Habe ich hier was falsch gemacht? Wie verhalte ich mich hier? Und auch zu dem Thema Dehnen werden mir sehr viele Fragen gestellt. Dinge wie, häufig soll ich mich dehnen? Wie intensiv soll ich mich dehnen? Wie lange soll ich mich dehnen? Bringt Dehnen überhaupt etwas? Weil manchen Leuten bringt es akut erstmal nichts und es verschlimmert ihre Schmerzen. Und hier stellt sich dann berechtigterweise die Frage, wann soll ich mich nicht dehnen? Denn das ist tatsächlich manchmal der Fall. All diese Fragen habe ich zusammengepackt und in einem kleinen Kurs beantwortet. Und den erhaltet ihr, wenn ihr euch für meinen Newsletter anmeldet. Dieser Kurs heißt Triggerpunkte und Faszien einmal eins. Und die Anmeldung zum Newsletter findet ihr hier direkt unter dem Video. Hier sehen wir den Coraco brachialis am anatomischen Modell und ja, können hier sehr schön erkennen, wo sich dieser Muskel befindet. Ja. Und seine Punkte, an denen er befestigt ist, das ist einmal hier der Rabenschnabelfortsatz vorne im Bereich der Schulter, auch Processus coracoideus genannt. Und hier unten an der inneren Seite, ungefähr in der Mitte des Humerus, also des Oberarmknochens, ja, an diesen beiden Punkten, ist der Coraco brachialis befestigt. Und der Muskel hat jetzt hier folgende Funktionen. Zum einen hilft er, den Arm in Anteversion zu bringen, also den Arm hier nach vorne zu heben, ja, beziehungsweise bei der Beugung der Schulter. Ja, das sind alles die gleichen Dinge. Das ist die eine Sache, die der Muskel macht. Und dann hilft er aber auch bei der Adduktion des Arms. Also das bedeutet, den Arm hier gegen den Körper zu pressen oder von einer gehobenen Position wieder an den Körper heranzuführen. Und eine letzte, noch recht wichtige Funktion ist, dass der Muskel die Schulter neutralisiert, wenn sie sich in einer Rotation befindet. Also das bedeutet, wenn hier der Oberarmkopf etwas nach innen gedreht ist durch eine Bewegung oder nach außen gedreht ist, dann hilft der Coraco brachialis bei der Neutralisierung, also bei der Zurückkehrung in die Neutralposition von einer Innenrotation oder einer Außenrotation. Und wenn das jetzt furchtbar kompliziert klingt, keine Sorge, ich zeige euch jetzt das alles nochmal kurz an mir selbst und dann werdet ihr das sicherlich ohne weitere Probleme verstehen. Okay, dann gehen wir die Funktionen des Coraco brachialis nochmal kurz durch. Was ist eine Anteversion bzw. Flexion in der Schulter? Das ist diese Bewegung, wenn wir den Arm anheben. Das machen wir, wenn wir irgendeinen Gegenstand aus dem Regal holen, einen Barkeeper, wenn er ein Getränk überreicht. Ja, dann muss er immer die Schulter beugen bzw. den Arm hier nach vorne heben. Das ist eine Anteversion. Eine Adduktion ist die Bewegung. Das machen wir immer, wenn wir den Arm hier oben halten und dann wieder nach unten bringen. Dann werden die Adduktoren hier aktiv.
ja, die den Oberarm hier wieder nach unten ziehen. Und manchmal müssen wir die Arme auch ganz stark an den Körper pressen, zum Beispiel wenn wir auf Krücken gehen oder wenn wir an den Ringen Sport machen. So als alltägliche Beispiele. Und dann habe ich gesagt, dass der Coraco brachialis auch noch die Schulter neutralisiert. Und nach Rotationen, also das hier ist eine Innenrotation, der Oberarm dreht sich hier in der Schulterpfanne nach innen oder nach außen, das wäre eine Außenrotation. Und wir können natürlich nicht die ganze Zeit, wenn wir eine solche Bewegung gemacht haben, zum Beispiel wenn wir den Sicherheitsgurt hier uns beim Auto holen und uns anschnallen, dann bleiben wir nicht in der Position, sondern wir haben Muskeln, die eine Innenrotation ausführen und eben diesen Coraco brachialis, der immer bei der Neutralisierung hilft, sowohl um von einer Außenrotation in die Neutralstellung zu kommen, sowie um von einer Innenrotation in die Neutralstellung zu kommen. Und diese Funktion wird dann gleich noch ein Faktor sein, der ganz wichtig ist, um zu verstehen, wie zum Beispiel sich Triggerpunkte hier in diesem Muskel entwickeln können. Gut, und deswegen würde ich sagen, machen wir auch jetzt gleich weiter mit der Aktivierung von Triggerpunkten im Coraco brachialis. Triggerpunkte im Coraco brachialis entstehen vor allem erst dann, wenn seine Synergisten überlastet sind. Synergisten, das sind Muskeln, die ähnliche oder gleiche Bewegungen ausführen und den Muskel somit in dieser Bewegung unterstützen. In dem Fall ist das der Pectoralis major, euer großer Brustmuskel, der vordere Teil vom Delta und der Biceps brachii. Ja, die helfen auch zum Beispiel hier bei der Anteversion des Arms und auch zum Teil bei der Adduktion. Und wenn diese Muskeln überlastet werden, zum Beispiel durch ständige Überkopfarbeit oder wenn ihr Barkeeper seid und ständig etwas Getränke über die Theke reichen müsst oder wenn ihr Maler seid und die Decke streichen müsst oder wenn ihr Sportler seid und ständig Aufschlagbewegungen ausführt. Ja, also diese Bewegungen, wenn die viel stattfinden, dann können Triggerpunkte in diesen drei Muskeln entstehen. Die Links findet ihr auch unter dem Video, ja, also Pectoralis major, vorderer Delta, Bizeps. Und dann, wenn hier die Triggerpunkte aktiviert sind, meistens entstehen erst dann Probleme im Coraco brachialis. Und das Gemeine ist, es kann dann sein, dass der Coraco brachialis dann latente Triggerpunkte hat. Das bedeutet, die sind da, rufen aber nicht die charakteristischen Schmerzen hervor, sondern vordergründig sind dann die Schmerzen aus dem Bizeps, die Schmerzen aus dem Pectoralis, die Schmerzen aus dem Deltamuskel. Und wenn ihr hier die Triggerpunkte deaktiviert habt, dann kann es sein, dass sich das Schmerzbild ändert, weil erst dann die Schmerzen aus dem Coraco brachialis zutage treten. Ja, also das ist möglich. Das ist was ganz Klassisches, was viele Leute sagen. Sie beginnen sich zu massieren, dann wird es an einer Stelle besser und dann auf einmal wandert der Schmerz und kommt woanders, taucht er wieder auf. Ja, also das sind oft so Dynamiken, wenn ein Triggerpunkt in einem Muskel deaktiviert wird, dass er woanders dann erst zutage tritt. Das ist die eine Sache, ja? Triggerpunktaktivierung infolge von Überlastung seiner Synergisten bei Überkopfarbeit, Adduktionen, Ausholbewegungen. Und dann haben wir aber auch noch eine problematische Haltung, ein mehr biomechanisches Problem. Und zwar, wenn wir sehr viel arbeiten am Schreibtisch oder viel im Auto sitzen, dann kommen wir natürlich immer hier in diese Position, bei welcher wir die Arme in der Vorhalte haben, mit einer leichten Innenrotation, hier im Schultergelenk. Und wenn wir hier keinen Ausgleich schaffen, dann führt das in der Regel zur Verkürzung der Brustmuskulatur und auch noch leicht zur Verkürzung der Innenrotatoren, was uns dann in so eine rundschultrige Position zwingt. Und jetzt kommen wir wieder auf die Funktion des Coraco brachialis zu sprechen, Neutralisierung von Schulterrotationen. Denn was passiert denn jetzt, wenn ich permanent in einer leichten Innenrotation bin? Das bedeutet, dass der Coraco brachialis ganz leicht gestretched wird, permanent, weil ich mich permanent in dieser Position befinde. Und das ist nichts, was ein Muskel gerne hat, ganz salopp ausgedrückt. Und auch das kann zur Aktivierung von Triggerpunkten führen. Diese klassische Haltung hier vorne.
nicht, dass diese Haltung an und für sich das Problem ist. Das Problem ist, wenn kein Ausgleich geschaffen wird. Keine Öffnung des Brustkorbs, keine Dehnung der Muskulatur, keine Normalisierung der Spannung und dann vielleicht noch leichte Kräftigung und Lockerung hinten der Muskeln, die uns hier etwas mehr öffnen. Was könnt ihr tun, wenn jetzt aber Triggerpunkte im Coracobrachialis aktiv sind? Ihr könnt die mit einer Selbstmassage deaktivieren. Wie das geht, habe ich auf meiner Website beschrieben. Falls ihr euch noch nicht auf der befindet, den Link gibt es hier unter dem Video. Dann werdet ihr direkt zur Seite des Coracobrachialis geleitet. Vorab, die Massage dieses Muskels ist wirklich nicht leicht, weil es sehr schwierig ist, diesen Muskel zu tasten und vom umliegenden Gewebe zu unterscheiden. Und das ist deswegen wichtig, weil hier in diesem Bereich, in dem sich der Coracobrachialis befindet, ganz offen Nervengeflechte liegen, die ihr nicht mitmassieren möchtet. Deswegen seid ihr wirklich vorsichtig. Aber trotzdem, ich zeige euch auf meiner Website die Palpation des Muskels, wie ihr ihn also tasten und spüren könnt. Und natürlich auch noch Methoden zur Selbstmassage und somit zur Deaktivierung von Triggerpunkten. Damit sind wir dann auch am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, dass ich euch helfen konnte. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag.